Und Seefrauen. Wir bauen heute wieder Lego Live. Und zwar, ja, ein bisschen was Älteres. Star Wars Reihe. Ist ja für Lego eine der wichtigsten Reihen überhaupt. Und bevor wir damit anfangen, und ich hier alles beiseite gelegt habe, kurz noch zum Buggy, den ich gestern gebaut habe. Eigentlich nur so zwei Kleinigkeiten, damit wir das auch kurz abhaken können. Er lenkt. Und er fährt. Und er fährt richtig Bums. Ne? Mehr dazu, und dass ich mich ein bisschen verbaut habe und was man auf jeden Fall noch beachten muss, gibt es in einem Vorstellungsvideo, das ich demnächst bei YouTube hochlade. Da gehen wir nochmal ein bisschen genauer auf das gute Stück hier ein. Ne? Ja, so viel dazu. Das ist erstmal abgehakt. Da kommen wir später nochmal drauf. Ne? Aber ich wollte es nur kurz nachreichen. Also Fernbedienung funktioniert, Batteriebox funktioniert, Motoren funktionieren tadellos. Ich werde auch erklären, warum ich euch nicht empfehle, das aus Original-Lego-Teilen nachzubauen. Niemals. Da werdet ihr wirklich pleite bei gehen. Allein dieser Motor hier hinten, den gab es nur in 4 Technikmodellen, wie ich jetzt recherchiert habe. Deswegen kannte ich den auch nicht. Ja? Und allein dieser Motor kostet gebraucht, glaube ich, geht er für 80 weg. Und wenn man den neu haben will, was man eh niemals machen sollte, aber wenn, dann liegt man bei extrem üppigen 125 Euro. Krass. Also, der Buggy. Läuft. Und das Geräusch ist geil vom Motor. Schau das mal an, nochmal. Wie so eine Rutschkupplung. Wie so, nee, wie so Turbolader, wie so ein Turboladerpfeifen. Ja, okay, so viel dazu. Weg. Eine Sache noch, bevor wir zum Lego-Zeug kommen, zum Star Wars-Zeug. Diesen wunderschönen Kaderbagger, ihr kennt ihn. Ihr habt ihn lieben gelernt, so wie ich. Verfolgt uns nach wie vor. Den könnt ihr immer noch gewinnen. Ja, einfach ein Abo dalassen. Auf Twitch oder auf YouTube ist mir egal. Wenn ihr bei YouTube ein Abo dalasst, dann sehe ich das nicht zwingend. Deswegen am besten noch einen Kommentar dalassen. Dann können wir das auch erledigen. Ne? Jo. So viel dazu. Also. Das ist das. Was wir heute bauen werden, ist das hier. Der Rancor Pit. Rancor kennen wir. Das ist diese Figur hier. Das hier ist ja ein relativ kleines Lego Star Wars Set. Das ist, wie viele ja ganz gerne sagen, die 7-5er Reihe, wo noch die Doppel-Null drin vorkommt, ist für viele ja eine der besten Star Wars-Reihen. Ich sehe das ähnlich. Ich habe allerdings mit Lego Star Wars eh noch nie so wahnsinnig viel ja, anfangen können. Ich kippe das mal alles aus. Also für mich war das immer so, okay, es ist da, können es benutzen. Ich zeige das mal kurz. Das ist eine Zeit, wo Lego noch, auch bei Star Wars noch, in Modularität gedacht hat. Und zwar ist es so, das sind die Funktionen, die werden hier beschrieben auf der Rückseite. Ich habe dieses Set gebraucht gekauft, das sieht man auch. Der Karton ist hier ziemlich kaputt. Hat hier schon eine Delle und so. Das ist auch der einzige Weg, wie man meiner Meinung nach dieses Set noch besorgen sollte. Also als Neuware ist der Preis absurd. Ich glaube, der liegt bei fast 300 Euro. Und zusammen mit Jabba's Palace wird dann ein größeres Set drauf. Ne? Dass ihr das Verlies sozusagen, was dann darunter gebaut wird. Den baue ich auch noch. Da weiß ich nur noch nicht wann. Vielleicht heute noch, vielleicht auch nicht. Muss ich mal ein bisschen gucken. Genau, dieses Set kostet, glaube ich, gebraucht so 100, 120 Euro. Wenn ihr allerdings sagt, hey, pass mal auf, ich brauche die Box nicht.
Und ich brauche vor allem eine Minifigur nicht. Eine Minifigur. Dann kann man es deutlich günstiger haben. Und zwar, klar, es heißt Ranker Pit. Ranker Pit. Ohne Ranker ist es natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal, widersinnig. Aber diese Figur kostet gebraucht 25, neu bis 40 Euro. Also, wenn ihr auf diese Figur verzichten könnt, wird es schlagartig billiger. Die restlichen Minifigures, die dabei sind, ich stelle ihn mal hier hin, dann seht ihr ihn noch ein bisschen. Die restlichen Minifigures sind relative Standardware, soweit mir das bekannt ist. Wenn ich mich irre, kann man mich gerne verbessern. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Die restlichen Minifigures, ja hier zum Beispiel, ich meine, das Skelett ist glaube ich sowieso Standardware. Hier gibt es relativ, die haben relativ viel Zubehör. Aber das ist auch alles nichts, was wirklich teuer ist. Ne? Also da ist jetzt nichts bei, was einen irgendwie verarmen lässt. Ja. Ich glaube, die Figuren liegen bei 5, 6, 7 Euro. Teureren Figuren. Also es ist jetzt wirklich nichts, was einem Kopfzerbrechen bereiten sollte. Ne? Insgesamt ist das Set nicht besonders groß. Ne? Es hat, glaube ich, so roundabout 400 Teile. Und da ist es halt immer so die Sache, warum sind diese Sets so teuer? Und das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Es gibt sie einfach nicht mehr auf dem Markt. Neu. Ne? Lego produziert die nicht mehr. Es gibt, ich glaube, für den Ranker Pit auch überhaupt keinen Ersatz so richtig von Lego. Wie gesagt, ich habe das Set gebraucht gekauft. Ich habe 80 Euro bezahlt in dem Zustand, wie es jetzt hier ist. Und das ist in einem sehr guten Zustand. Das ist wirklich sehr schön verpackt alles. Die Anleitung ist in einem Schutzfolie. Klar, die OVP hat gelitten, aber ja, wichtig ist halt, er ist dabei, wenn man ihn haben will. Sonst ist der Ranker Pit halt ohne Ranker. Ist halt schwierig. Und ich glaube auch, was auch ein sehr seltenes Teil ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja mal nachrecherchiert. Das ist nur leider schon viel, viel zu lange her. Ich habe nämlich umfangreiche Recherchen angestellt, als ich es gekauft habe. Und ich sehe gerade, es gibt Angebote für 300 Euro für das Set neu. Also finde ich, ist schon eine Ansage. So. Ich wollte es bei Rickable haben. Ha. Kann man nämlich schön die Sets nach what's the most expensive one gleichen, und das ist tatsächlich der Ranker an sich und halt dieses Tor, aber das war mir auch irgendwie klar. Oh. Okay. Verstehe. Ja gut, aber ja, es ist halt immer so die Sache, dieses Tor kann halt auch teuer werden, so. Ist aber auch klar, ne, das kam nur in diesem Set vor, das Tor hier. Ja. Kam halt nur in dem Set vor. Und deswegen ist es halt teuer, wenn man das haben will, ne, das hat man halt gerne mal. €10 für ausgeben, ne? Je nachdem, was man haben will. Und ironischerweise, okay, aber die Forke,
ich gerade gezeigt habe. Naja, gut. Ja, also, das sind so die Sachen. Der Ranker ist halt wirklich mit Abstand das teuerste. Ne? Also den Ranker. Wenn man auf den verzichten kann, wird Set schlagartig günstig. Der Rest, bis auf das Gate hier, was wirklich nur in dem Set vorkam, der Rest sind Standardteile. Ne? Und das werden wir jetzt auch einfach mal, ja, auskippen alles. Ich werde es jetzt mal schön hier mir so ein kleines Häuschen machen. Ja, guck mal, es gibt hier sogar ein Technikteil drin. Das Connector mit Pin-Aufnahme. Ist auch schön, dass er das hier in diese Tüten gemacht hat, ja, von dem ich es gekauft habe. Das ist wirklich in einer guten Qualität. Auch man sieht auch die Teile. Ne? Also klar sind da Kratzer drauf. Aber ich würde fast sagen, die waren schon drauf, als er es aus der Packung geholt hat. Und man erkennt das immer an solchen Sachen gut, wenn die Hinges hier nicht gebrochen sind und so. Dann ist das immer ein Zeichen davon, dass da jemand mit gut umgegangen ist. Und das auch sorgsam auseinandergebaut hat. Ne? Und das ist schon eine Menge Holz an Teilen. Ne? Nicht zwangsweise an also nicht, also vor allem an großen Teilen, ne? Also, wenn man hier anguckt, wie viele schöne Platten hier drin sind. Und so. Das ist schon nice. Ja, ja, sehr, sehr nice. Jetzt hier ist die Anleitung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es da Aufkleber großartig gab in dem Set. Ich glaube, der Teiletrenner ist nicht mehr dabei. Ne? Ich glaube, das ist das Einzige. Ja. Guck mal, hier sind die Tüten aufgelistet. Klar, die Tüten haben wir jetzt nicht mehr. Also. Und den Ranker hat er auch nicht auseinandergenommen. Also den Ranker müssen wir auch nicht mehr zusammensetzen. Genauso wenig, wie wir die Minifix auseinander zusammenbauen müssen. Weil die gibt es ja auch schon. So. Ne? Aber man sieht halt, der Ranker ist halt ziemlich cool, weil der ist ja, ziemlich beweglich. Der hier hat diese Klauen. Du kannst den Unterkiefer, du kannst ihn halt hoch und runter machen. Und er hat halt diese Klauen. Die sind sehr beweglich. Und die sind halt so konzipiert. Guck mal, hier fällt auch einer raus kurz. Die sind halt eigentlich, ne, mit derselben Technik dran gemacht wie also denselben Schnappmechanismus wie die Hände. Und der ist halt hier modular. Klar, die Beine kann man nicht bewegen, den Schwanz auch nicht, aber hier vorne geht eigentlich die Musik ab. Ne? Also das. Und die Klauen kann man bewegen. Also da geht schon eine Menge ab bei dem Guten. Die Klauen sind aber auch wirklich nicht die festesten, muss man sagen. Das ist mir da auch schon was runtergefallen. Ja, ja. Geil ist, wir haben orangenen Boden. Wir haben einen holzfarbenen Boden und es ist ein ziemlich holzfarbenes Teil. Tja. Okay. Ich sehe die Klaue nicht. Das heißt, ich wollte eigentlich nur vorführen, dass das Ding eine Minifigur hier capturen kann. Eine Klaue ist mir gerade runtergefallen. Die werde ich später suchen. Shit. Okay, also Ranky machen wir nicht. Bauen wir erstmal das Tor jetzt. Ne? So. Das ist die Platte. Das ist deren Ernst, dann fängt es an, indem man sich eine Platte raussucht. Wow. Wow.
Okay. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zu dem Set habt oder allgemein Fragen zu Lego Star Wars, könnt ihr sie gerne an mich stellen. Ich bin jetzt nicht so der ultra krasse Star Wars Fan. Ich glaube, diese Steinchen hier. Hey, Senpai. Auch relativ. Den Ranker Pit. Das ist ein altes Star Wars Set. Jetzt passiert was. Kennst du das Set? Das ist relativ altes Star Wars. Also, was heißt relativ alt? Das Set ist von 2013. Ist also auch schon ein paar Jahre alt. Ist jetzt nichts Aktuelles. Ich finde die aktuellen Star Wars Sets alle jetzt nicht so unfassbar gelungen. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Ob er damit leben kann oder nicht. Also hier, Ranker kennst du aber, ne? Ihn hier. Also das einzige aktuelle Modell, was mich wirklich reizt, ist die Razor Quest. Okay. Aber Lego-Fan. Was baust du denn so gerne von Lego? Okay, was baust du aktuell gerade irgendwas? Hast du ein Lieblingsset?
sind auch sehr schöne Steine hier. Und die sind hier halt glänzend. Die sind Dark Tan. Dann sind sie hier aber so angeraut. So ein richtiges Lieblingsset. Da hast du mich jetzt auch gerade kalt erwischt. So ein richtiges Lieblingsset habe ich nicht. Ich habe viele Sets, die ich sehr, sehr gerne mag. Zum Beispiel finde ich den Bully aus der Creator-Serie finde ich zum Beispiel super. Ist ja auch so ein Klassiker, ne? Baust du Modulars auch, oder? Nenn mir doch einfach mal ein paar, die du gut findest. Nur damit man weiß, wenn man hier redet. Das Ganze gibt es dann hier auch nochmal in Zweierbreite. Auch sehr schöne. Ja, meine Frage war schon dumm, ne? Vorher so mein Lieblings-Lego-Set. Aber hunderte an Sets, die man super findet. Und jetzt brauchen wir das hier. Ist jetzt gebaut. Das ist hier, sieht man auch gleich, ne? Hier ist so eine Aussparung. Hier auch. Hier wird nachher schön Gatter drin laufen. Das Coole ist, wenn man so ein Set hat, was nicht so viele Steine hat und was, wo man jetzt weiß, okay, man muss jetzt nicht im Akkord fertig werden. Danke für den Follow. Willkommen beim Bordmatrose. So. Dann kann man sich mal Zeit nehmen und die Sachen mal näher zeigen und ein bisschen mehr ins Detail gehen und ja. Hättest du einen Set-Wunsch, was ich mal bauen soll? Ich kann dir nicht versprechen, dass ich das noch tue, aber das wird zumindest mal merken. Okay. Ja, das tue ich schon. Aber hast du einen Tipp? Irgendein Set, was vielleicht nicht jeder kennt, was ganz geil ist. Ist ja auch schön massiv schon. Das ist, glaube ich, auch ein sehr spezieller Stein. Den findet man nicht in jedem Set. Ich guck gleich einfach mal. Ja, obwohl. Ein Dark Blue Square gibt es in ziemlich vielen Sets. Die hast du noch nie gesehen. Ja, lol, den gibt's angeblich, also laut Rebrickable gibt's den in 289 Sets. Naja. Who knows? Sehr wahrscheinlich zumindest. Dass man den dann schon mal gesehen hat. Ja, ich habe auch irgendwie, ich hatte auch neulich hier zum Beispiel diese Platten hier, die sind zum Beispiel super. Ja, super selten in Dark Bluish Grey. Oder da ist das Light Bluish? Ne, ist Dark Bluish Grey. Ja, okay, so selten sind die jetzt aber auch nicht. Gibt's auch nur 134 Sets.
Aber es sind schöne Teile auf jeden Fall. Naja. Wie dem auch sei. Hier durch eigentlich? Nee. Das ist noch so ein. Warum sie den hier allerdings. Ja, hast du recht. Die gibt es wirklich in vielen Lego City Sets. Warum sie den allerdings hier nicht in. In Grau reingemacht haben, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das finde ich nicht so schön. Finde ich hier auch nicht so schön. Muss das mit zum Absatz? Hätte man irgendwie schöner integrieren können. Naja. Da wie auch harte Geschmacksfrage mal wieder. Okay, ich fehl mal diese Ecksteine. Aber allgemein hat das Set schöne Farben, finde ich. Daraus kann man echt noch eine Menge anderen Kram bauen. So, wenn man das, wenn man da Wert drauf legt, sag ich mal. Das ist auch sowas. Daran scheitert die Konkurrenz echt immer wieder. Ne? Also die Dritthersteller hat, dass die irgendwie diese Dinger ordentlich hinkriegen. So. Okay, ich bin zwei Steine nicht, doch da sind die Raptor. So. Mauern wir hier erstmal schön. Schön die Krone drum, ne? Ich finde, das ist auch schön solide. Ah, hier unten könnte man eventuell nochmal was machen. Jo, ich habe auch schon mal früher, das war, glaube ich, das erste Modular-Building, was ich gebaut habe. Das war das, wann das, Detektivbüro oder so. Und da habe ich echt einen Stein aus, also wirklich einfach nicht gefunden. Und dachte so, das kann nicht wahr sein. Muss doch irgendwo sein. Ja. Habe ich irgendwie eine halbe Stunde gesucht gefühlt. Es waren natürlich nur 10 Minuten, aber es kam mir halt ewiger vor. Und dann lag er einfach nur ganz unten vergraben unter drei Platten oder so. Naja. Ja, wir bauen jetzt hier schön das Fundament für das Türchen. Ne? Das finde ich ja so cool, wenn du. Also, ich mag Technik-Sets. Ja? Ich baue gerne Technik-Sets. Aber ich baue Technik-Sets eigentlich eher, um das Set dann da zu haben. Ja? Und weniger so, weil das Bauen jetzt die ultimative Spaßoffenbarung ist. Das kann manchmal schon ein bisschen anstrengend sein, gerade wenn man mit vielen Zahnrädern hantiert und so weiter. Aber das hier ist gerade wirklich einfach nur entspanntes Bauen. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe jetzt noch ganz viele Technik-Sets in der Pipeline. Verdammt. Verdammt. So. Jetzt nimm mir doch mal ein Set, was du cool findest. Oder kannst du mir auch mehr nennen? Ich habe nichts vor heute. So ein bisschen Lego zu bauen. Wie weiß nicht. Ist doch irgendwie ein Set geben, was du besonders cool findest. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was der Neupreis war, aber der Neupreis war, glaube ich, 80 Euro oder so. Wie gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sowas roundabout. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was der Neupreis war.
Also ich selber habe für das Set, so wie es ist, gebraucht 80 € bezahlt. Also ich habe den Neupreis, glaube ich, gezahlt. Aber das, also das Teure an diesem Set ist diese Figur. Wenn du die jetzt nachkaufst, kostet die irgendwie, ich glaube, 30, 35 €. Der ist übrigens da, der Greifer hier, der ist mir nur runtergefallen, den finde ich gerade nicht. Jo, es ist nicht billig, aber Lego ist nie billig gewesen. Ja. Ach so, es hat 105. Hat das 150 gekostet? Nee. Guck mal. Stehen bei Bricklink die alten Preise? Also man kriegt das, also wenn du das jetzt kaufen willst, kriegst du es neu für 130, 140, 150 € bei Bricklink und gebraucht kriegst du es halt für 90 oder so. Also ist schon okay. Es hat 346 Teile übrigens. Das ist nicht viel und vier Minifiguren halt. Das ist okay. Ja. Der Durchschnittspreis used ist knapp ein Huni. Der Durchschnittspreis neu ist 170, so roundabout. Ja. Das ist schon ein teurer Spaß auf jeden Fall. Ja, klar, es geht immer teurer. Gerade bei Lego, gerade bei Star Wars geht es immer teurer. Das ist überhaupt kein Thema. Und da ist ja quasi, also gefühlt ist ja nach oben hin überhaupt nichts mehr offen. Also Lego bringt ja auch aktuell so viele teure Sets raus, wie schon lange nicht mehr. Weil sie halt eben die ganzen alten Säcke, so wie mich, schön abkassieren will. So. Jetzt haben wir hier diese Bögen gebaut, so sieht es übrigens jetzt von vorne aus, nur damit ihr das mal seht. So. Das wird auch amtlich hoch eigentlich, wenn man ehrlich ist. Das wird schon. Ich habe jetzt keinen Zollstock. Wieso habe ich eigentlich keinen Zollstock hier? Oder ein Maßband oder irgendwas. Naja. So. Na, finde ich immer noch super. Toller Stein. Kommt jetzt hier rein, um das aufzufüllen. Super. Baust du auch mal Technikmodelle? Oder ist das nicht so deins? So richtig, ne? Ich habe quasi den Bogen hier oben geschlossen. Inverted sein. Ja. Okay. Reizt dich Lego-Technik nicht? Okay, es ist eigentlich, also die aktuellen oder allgemein die meisten Technikmodelle sind relativ gut zu bauen. Zumindest meine Erfahrung. Also
richtig schlimm. Krimskrams. Gibt es eigentlich nicht mehr. Zeiten sind vorbei, wo man davor stand. Wobei, ich glaube, da stand man noch nie so wirklich lange vor. Naja. So. Jetzt wird hier auch ein bisschen weiter gebaut. Jetzt haben wir hier nochmal, das finde ich ganz lustig, dass es hier so abwechselnd ist. Dass hier mal die glatten Steine sind und dann hier die etwas konturierten. Finde ich schön. Ich habe doch gerade diesen Inverted-Dings da rausgesucht, oder? Lol. Manchmal, respektable Verpeilung. Da ist er doch. Da jetzt rauf. Soll ich jetzt Noppen zählen oder vertraue ich einfach? Ich zähle keine Noppen. Sorry, aber nee. So, jetzt kommen wir. Das ist zum Beispiel. Das sind Technikteile. Das ist so aus dem Technikuniversum geklaut, more or less. Hier mit den zweier Achsen. Das ist ein Achskonnektor mit einem Pin-Aufnahme drin. Zellentür. Nein, doch. Nein, doch. Nee. Nein, doch. Lass mich raus. Nein. So. Dafür brauchen wir noch einen zweiten. Da ist er. Oh, da sind zwei Lochsteinchens. Die suche ich jetzt natürlich, ne? Ach, da sind sie. Okay. So, und dann sind hier noch zwei Achsen. Crazy. Mal, das ist zum Beispiel eine Dreierachse mit so einem Stopper. Und dann kann man hier, kann man zum Beispiel noch was drauf machen, was ganz Kleines. Und dann kannst du sogar, glaube ich, genau, dann kannst du sogar hier einfach eine Plate drauf machen. Ne? Die kannst du auch Offset drauf machen. Und so, das gibt es zum Beispiel. Als Möglichkeiten. So. Ist irgendwie, für mich ist es gerade echt Entspannung. Ne? Ich habe so viel Technik gebaut. Und man denkt ja immer, ach, Technik ist alles nicht so anspruchsvoll und das ist alles nur. Aber wenn man das jetzt mit Technik vergleicht, dann ist das hier wirklich gerade, ist gerade echt Wellness. So. So. Du kommst jetzt hier so drauf. Okay, dann ist wahrscheinlich okay. Hau rein, mein Lieber. Mach's gut. Abonniert hast du ja schon. Das siehst du immer, wenn ich on air bin. Ich bin eigentlich jeden Samstag, baue ich Lego. Und ich bin hier sicherlich auch noch ein, zwei Stündchen. Mach's gut. So. Danke fürs Zuschauen. Schließen wir hier die Lücken. Ah, und jetzt haben wir hier so Kleinviertelzeug, was da rankommt. Und da muss man auch jetzt, da muss ich jetzt kurz nochmal
mein umfangreiches, durch Brickling angelesenes Wissen und durch Rebrickable angelesenes Wissen auspacken. Was gucken wir noch an Schlüssel habe ich, ja. Und dann kommt da noch so ein... Achso, ja, den habe ich schon da dran. So, Forke, Bums. Und der Schlüssel. So, das ist halt der Schlüssel. Nein, das hier ist halt... Nein! Don't wanna become famous. So. Tschüss. Jetzt bist du gesperrt. Nimmer wiedersehen. Ja. So, das ist der Schlüssel. Und das richtig verstanden habe. Der Schlüssel ist relativ kostenintensiv zu besorgen. Von den, also relativ in Anführungszeichen. Also wie die Forke. Die hier. Ist auch nicht so ein Allerweltsartikel. Der Eimer ist okay. So. Die kommen jetzt hier schön ran. Der Eimer ist hier auf die Nobbe gestellt. Badim. Kommt hier die Forke ran. Und der Schlüssel kommt hier auch ran. Dumps. So, so viel dazu. Oh, jetzt machen wir das Gitter schon rein. Das hier. Das Geld kosten kann. Bam. Wenn man das hochmachen will, klemmt man es einfach hier fest und dann zieht man es raus und dann macht es Bam. Mach es nochmal, ne? Hier. Kann man es halt so. Ist das verkantet oder was? So, ne, so. Wie kann man das so hoch machen? Es wird hier wirklich nur in dieser Führung hier einfach drin gehalten, ne? Das ist kein much sophisticated Mechanism. Dann kann man das hier so einklemmen, ne? Hier, so. Dann bleibt es oben. Und wenn er fliehen will, macht man so und dann macht es Bäm, fällt runter. Das ist es. Crazy, ne? Stellen wir mal weg. Jetzt machen wir eh die Unterkonstruktion. Da haben wir noch andere Minifix, die wir erstmal zusammenbauen sollen. Die haben wir natürlich schon zusammengebaut, ne? Also. Ja, hier. Okay, habe es noch nicht ganz zusammengebaut, verstehe. So. Er bekommt hier. Hier hat so einen Stab. Dann die Beine da drauf. So. Und in so die Hand gedrückt. Da ist noch so eine Klaue. Hier ist so eine Klaue und die wird jetzt hier noch reingemacht. So. Und das kriegt er jetzt hier noch in die Hand gedrückt. Seht ihr ja eigentlich auch hier, ne? Aber ich mach's trotzdem nochmal. Und dann sieht er so aus. Dann haben wir schon eine Minifigur. Und hier ist halt das Skelett. Das ist schon fertig gebaut. Das sieht dann so aus. Ne? Und ups. Ganz am Anfang. Guck mal, hier wurde gar nicht großartig erklärt. Minifigur-mäßig. Also er hier
Logie. Ist doch Luke, oder? Ja, das ist Luke. Wie heißen die anderen denn? Das ist einfach Cameron Guard. Luke Skywalker und Ranker Keeper halt. Yay. Und eigentlich in diesem Set ist auch wirklich nur Ranker die neue Figur, die anderen gab es schon in anderen Sets. Ja, früher hat Lego das noch draufgeschrieben. Tatsächlich. So. Und Luki. Luki ist jetzt aber noch, dem fehlt noch Bewaffnung. Der kriegt jetzt noch richtig Hightech-mäßig. Das Skelett in die Hand. So. Das haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir wieder eine große Baseplate. Und diese großen Baseplates, ne? Baseplates sind es nicht, diese großen Plates. In Dark Bluish Grey, die sind halt auch selten. Ist leider so. Auch mittlerweile ziemlich teuer. Ich dachte gerade, die Farben wären nicht so gut, aber stimmt nicht. Die Farben sind top. Aha, jetzt kommt er. Die abgerundeten Plates finde ich auch super schön. Ne? Da kannst du halt echt eine Menge mitmachen noch. Ja. Und natürlich auch diese runden Steinchen. 45 Grad. Das sind einfach so Steine. Da kann man immer was Cooles mit bauen. Und das ist ja auch das, was Lego dann auszeichnet. Und dass man einfach Steine hat, mit denen man irgendwie was Cooles bauen kann. Naja. Und ihr seht aber schon, das Set hier gut, jetzt habe ich hier falsch gebaut. Soll das nur enden? Dass das Set wirklich sehr überschaubar ist. Also man kann eigentlich sagen, wenn man den Ranker nicht in diesem Set hat, dann ist das Set auch eigentlich nur halb so geil. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil so diese speziellen Sets, die wirklich dann von einem Teil leben. So. Okay. Müsste eher eines sein, ne? Ja.
ziehen. Dann machen wir hier jetzt einen Dettel. Dettel machen wir hier hin. So, das. Dann kommt ihr hier hin. Okay. Aha, jetzt haben sie auch eine Höhe gebaut. Okay. Die beiden. So. Dann. Und hier drunter. Okay. Was ist jetzt wirklich? Ist jetzt wirklich hier? Das erinnert mich so ein bisschen an den Tray von meiner Kaffeemaschine, an die Abtropfschale. Sieht ungefähr genauso aus. Ist aber schön. Ist auch echt schön. Schön, stabil. Ach, guck mal. Brauchen wir den Schädel? Haben wir hier. Ganz normaler Planer Totenkopfschädel. Nix Spezielles. Atemberaubendes. So, jetzt haben wir die Platte. Okay, das wird hier so draufgelegt, verstehe. Okay. So, tatsächlich ist das mein erstes Lego Star Wars Set. Ich habe mich bis jetzt echt immer drum gesträubt, die Dinger zu kaufen. Also ich hatte auch nie, bin durchaus Star Wars Fan. Guck mal, das sind die letzten beiden von diesen schönen Platten. Schniff, die müssen wir jetzt da drauf schieben. So. Das war immer so, weiß ich nicht. Ich fand das immer zu teuer und ich finde es auch nach wie vor zu teuer, aber ich finde halt, die Sets sind echt schöne Sets. Diese von der 2013er Welle. Guck mal, und hier kommt jetzt noch Zeug rein. Erstmal baut man hier mit 1, 2, 3, 4 und dann baut man hier den rein. Kikuki. Und ich glaube, in der Farbe. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Genau. Ach nee, das ist mit dem Schmalen hier. Da gibt's, das ist auch so ein Teil, das ist, da entscheidet dieser Bereich hier, ob es teuer ist, teuer oder günstig. Wenn dieser Bereich dicker ist als das hier, dann gibt es das nur in 3 Sets. Wenn das so ist, hier gibt es ein 14 Sets ist billiger. Ja, habe ich mir nie ausgedacht. Hier kommt ein Schlüssel und ein Knochen rein. Muss wieder zu. Hier ist das drin. Okay. Und jetzt wird angedockt. Tatsächlich schon. So. Jetzt haben wir das zusammen. Jetzt muss ich die Anleitung umlegen quasi.
Steinzeug. Figuren. Ich mache hier hin. Sie haben ein bisschen Platz für die Anleitung machen. Fürs Modell. Weil jetzt kommen. Aha, jetzt kommen hier nochmal zwei von diesen Dingern drauf. Dims. Das kann man dann so schließen, hoffentlich. Das ist doch so gedacht gewesen, oder? Ja. So. Habe ich noch richtig in Erinnerung, dass man das einfach schließen konnte. So. Jetzt kommen hier. Hier ist ein kleines Steinchen hin. Müssen wir auch noch hochkriegen, ne? Genau. Was machen wir jetzt? Verstehe. Seht ihr das noch nicht mehr anleitungsmäßig, ne? Ja, es ist immer ein bisschen, wenn die Modelle größer werden, ist dieser Schreibtisch leider zu klein. Ich baue jetzt eh nur noch in diesem Dings darum. Deswegen machen wir das einfach mal so. Damit ihr noch seht, was ich tue. Okay, davon machen wir jetzt vier Stück. Und jetzt nochmal vier Stück. Dann machen wir ja nochmal hier so ran. Schön ran da. So. Ein Dreierbrick. So einen brauchen wir noch. Ja, Lego ist schon eine schöne meditative Übung. Oder allgemein Klemmbausteine. Auch keine Aufkleber, die mir gerade auffällt. Also zumindest habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Diesen Stein. Wo könnte er sein? Die Inverted habe ich alle gefunden. Wo versteckst du dich? Ja, da ist er. Also ich bin jetzt natürlich immer davon ausgegangen, dass die Sachen auch vollständig sind. Also mir wird das zugesichert. Und das muss man halt immer so ein bisschen drauf achten. Von wem man das kauft. Man gebraucht das Deko kauft, das ist auch ein bisschen Vertrauenssache, dass das da auch alles vollständig ist. Und dass es niemand irgendwie, keine Ahnung, dass es irgendwie nicht total durcheinander gebaut ist und dass auch quasi die Steine auch wirklich aus diesem Set kommen. Am besten ist wirklich, man kauft Lego von Sammlern. So, wenn man das auf demselben, wenn man das auf einem richtig guten Niveau haben will. Und wenn man jetzt so ein Kinderset kauft oder so, wenn das jetzt nicht, also für einen selber mit wahnsinnig viel Nostalgie aufgeladen ist, dann sollte man eigentlich sich davon verabschieden, dass diese Sets vollständig sind. Das ist
einfach. Wenn da mit Kindern gespielt haben, dann ist das, wird das ganz oft von Erwachsenen, wenn die Kinder groß werden, wird das dann irgendwie auseinandergezwibbelt und dann wird irgendwie versucht, da das Set nochmal zu rekonstruieren, damit man es besser verkaufen kann. Aber im Endeffekt, das stimmt dann ganz viele Teile nicht. Das ist einfach so. Da muss man sich dann so ein bisschen, muss man halt gucken, was einem wichtiger ist. So. Yes. Immer. Da sind sie alle. Also bei dem Set war mir schon wichtig, dass das vollständig ist. Und dass mir das der Käufer auch zusichern kann. Und immer sagt, jo, stand bei mir im Regal. Und nicht, jo, haben meine Kinder irgendwie intensiv mitgespielt. So. Ja. Du kommst dahin. Schon klar. Du kommst dahin. Und du kommst auch dahin. Und jetzt quasi das Fundament. Und du kommst hier hin. Okay. Na, wir bauen jetzt hier das Fundament für die vier Säulen. Upsala. So, aha. Jetzt kommen hier auch schon. Das sind natürlich. Solche Teile sind immer so ein Streitpunkt, ne? Eigentlich will man ja viel bauen bei Lego. Und solche großen Formteile sind natürlich so ein bisschen der Widerspruch dazu. Auf der anderen Seite finde ich es halt vollkommen okay. So. Sieht halt cool aus. Und. Ich meine, das ist ein gebrauchtes Set und guckt euch mal an, wie gut die noch in Schuss sind. Ja, das sind Transportkratzer, die hast du auch bei Neuteilen. Das ist schon echt gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man gerade, wenn man von Privat kauft und ich kaufe gebrauchtes Set, ist eigentlich am liebsten von Privat, dass die Käufer ganz oft, also die oh, hier ist die Klemmkraft immer schon. Dass die meisten Käufer, die das privat verkaufen und die auch ein bisschen Lego-affin sind, dass sie eigentlich die Zustände meistens schlechter angeben. Meistens. Das heißt nicht, dass das immer der Fall ist. Hatte ich auch schon eine nicht so schöne Überraschung. So. Jetzt wird hier doch noch ein bisschen kleinteilig gebaut. Finde ich ja ganz süß. Ne? Wenn man mal ein bisschen kleinteiliger zusammen friemeln darf. Ah, das wird zum Aufklappen. Ich konnte das nur ahnen. Kommst du da rein? Okay. Cool. Bam. Jo. Ah, okay. Kommt noch ein. Ah. Schöne Bautechnik. Damit das jetzt natürlich hier geschlossen ist, kommt natürlich noch ein
ein kleiner Rahmen drauf. So. Dann noch was draufgesetzt. Hey, oh. Lego. Lego damals noch die Spendierhosen an. Doppelhinge. Das ist ja crazy. Doppelhinge. Und dann hier auch, ne, schön überlappend jetzt hier, damit das auch schön stabil ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ist halt ein Spielset, ne? Also, ohne, also ich bin mal davon aus, dafür ausgegangen, auch von der Größe her und davor, dass da eine riesen Actionfigur drin ist und so. Ich gehe davon aus, dass das ein Spielset ist. Oder dass Lego das als Spielset konzipiert hat. Das ist ja auch. Steht da überhaupt eine Altersfreigabe drauf? Nö. Ah doch, 8 bis 14. Also jo, das ist ein Spielset. So. Das ist kein ab 18 Set, keine Collectors-Geschichte, nichts. Und das muss ja natürlich eine gewisse Stabilität haben. Das kriegen sie ganz gut hin. Auch nicht. Dass man jetzt ausflippen müsste, ne? Aber. Da ja durchaus Mitbewerber, die bauen dann da halt eben auf Display und Show. Ne? Das ist natürlich eine andere Geschichte, das ist aber in diesem Fall, das muss man halt immer auch ein bisschen sich vor Augen führen, ne? Wenn man so ein Set jetzt sagt, okay, das ist ja aber hier stellenweise sehr einfach ausgeführt. Ja, aber es ist halt eben auch ein Showset, ne? Ein Spielset, kein Showset, was möglichst cool aussehen muss oder so. Da gibt es halt immer so andere Prioritäten, die man setzen muss. Die Tür musste ich jetzt hier auch nicht, ne? Die Tür war schon eingesetzt, aber jetzt haben wir hier hinten quasi die Tür reingeflimmelt und hier haben wir das noch vorhin hingestellt. Jetzt kommt diese Dinger hier zum Einsatz. Sehr schöner Stein. Natürlich, klar, könnte man auch den Stein in der Mitte halbieren, hätte dann mehr zu bauen. Auf der anderen Seite spart einem das natürlich auch einfach nervige Fleißarbeiten. Dreier. Dann noch so einen langen. Ich hab den mir letztes Mal schon so ewig gesucht. Ich schiebe immer wieder diesen Teil von mir rüber. Mit dem Modell hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Der ist inverted. Da ist er. So. Du kommst jetzt hier hinter. Und dann kommst du darüber und du kommst hier hin. Und ihr kommt hier zum Lückenfüllen hin. Okay. Seht ihr, ne, dass ich das da hinten jetzt reinballer. Naja, mach hier das. Und jetzt kommen diese Dinger hier quasi hier hinten nochmal hin. Na, komm schon wieder drauf. So. So sieht's aus. Jetzt geht's weiter. Schade, dass gerade so wenig los ist. Naja. Quasi, sieht man das noch? Oh. Bauen wir quasi hier. Echt schade. Ich dachte, heute wäre ein bisschen mehr los am Samstag. Dass die Leute in Scharen meinen Stream raiden, aber. Nö. Naja, sometimes you win, sometimes you lose, often you do not even start. So. Oh, wir bauen ja aber nochmal schön hoch jetzt.
schöne Fliese drauf. Kommen noch zwei schöne Plates drauf. Bam. Ne? Dann wird das hier draufgebaut. Hier. Oder soll das Schwarze nicht dunkel machen? So. Jetzt kommt die Feuerkelche. Oh, so. Das machen wir jetzt zusammen. Wir stecken die dann hier rein. Das haben wir hier so. Eine Fackel. Und davon kommt eine daran. Und davon, ne, so, die zeigen dann nach innen hier rein. Und dann kommt das hier rein. So. Voila. So sieht's aus. Machen wir das mal wieder ein bisschen so. Einfach mal so ein bisschen so. Brauchen wir wieder. Das ist so querübergreifend. Ist auch eher ein bisschen ungeil. Dieser Einsatzsteiner, ey, das ist für mich, ne? Ich habe das ja in meinem Lego-Technik-Video auch schon erzählt. Ich bin mehr so der Typ, der gerne Masse baut. Also bei mir soll es gerne vorwärts gehen. Wenn das so kleine Scheißgeschichten werden, also so filigraner Krimskrams, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. So. Bam, 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 bam. So. Ich mache das jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir vier von diesen Dingern. Und die kommen hier oben drauf. Jeweils, ne? Von diesen Steinen gibt es in diesem Set auch echt eine Menge. So. Und dann zwei von denen. Zwei von denen. Ich fange gerade das auf. Nicht überall so. Hier kriegt die Anleitung oben jetzt hier so kleine Yodas rein. Oh, süß. Snuggelig. So, jetzt machen wir hier einen ran. Und da einen ran. Kommt hier noch einer drauf und da noch einer drauf. Ne, und so haben wir jetzt hier. Das hängt hier immer noch nur an einem Hinge. Ich mach das mal zusammen. So. Also ist es ja eigentlich gedacht. Ne? Das ist jetzt unser aktueller Stand der Dinge. Ironischerweise ist das hier aktuell noch besser gehinscht als das hier. Naja. Das werden die schon ausbügeln. So. Jetzt haben wir wieder zwei von diesen Ecksteinen und zwei von den Vierersteinen. Na, die machen wir jetzt hier oben drauf. Schüttem. Dumms. Mal schön draufpacken. Und jetzt haben wir noch. Oh, jetzt kommen wir noch. Hier noch zwei Bögen. Da haben wir noch mehr von als die beiden. Und die werden jetzt hier reingestellt. So.
Das ist ein Baustadt übrigens bei Lego. Das ist schon ganz krass. Ach, gucke. Jetzt haben wir hier noch vier. Ja, die werden alle noch eingedroschen. Und hier noch jeweils vier von diesen Bögen rein. Ups. Ups. Jo. Die werden jetzt wahrscheinlich auch gleich nochmal schön verlattet. Ja, jetzt schon nochmal schön Latten nochmal drauf. Bei Essenbank brauchen wir vier von denen. Dark Ten Dingern hier. Und die werden jetzt hier schön draufgesetzt. Ne? Man gibt ja auch nur da so ein ehrliches. Manchmal muss man gar nicht in die Anleitung gucken, weil dann ist der nächste Bauschritt einfach nur noch mit Logik zu erklären. Ja, und jetzt braucht man drei von diesen Light Bluish Gradingern. Und jetzt ab dafür. Den jetzt jeweils hier drauf gemacht, um halt den Bogen zu vervollständigen. Das ist jetzt auch nicht so, dass es übermäßig viele Teile sind, aber das ist jetzt halt drauf. Ja. Und dann kommen die hier rauf. Die hier rauf. Die hier rauf. Und man ist quasi hier jetzt noch mal ein bisschen stabilisiert und ein bisschen dicker gemacht. Und jetzt haben wir wieder vier von diesen Eckdingern. Und die kommen jetzt alle hier so ein bisschen noch in die Fütterung rein. Ne? Das ist ja auch logisch. Da fehlt ja überall noch was. So einfach ist das manchmal. Ne. So einfach ist das. So. Oh. Dann brauchen wir die hier. Dann brauchen wir diesen Hinge. Dann brauchen wir die drei hiervon. Also wir sind jetzt quasi in den letzten Zügen. Ne? Das ist jetzt eigentlich alles, was man noch so. Jetzt machen wir die mal hier ran. Hier mal ran. So, jetzt ist das quasi. Das ist hier oben auch noch gesichert, ne? Dieser Mechanismus. Klar. Muss her. Daran, ihr kommt hier ran. Damit ihr so ein bisschen katakombenartigen Charakter kriegt. Und ich glaube, jetzt wird ganz viel Platte, ne? Ja, jetzt machen wir ganz viel in Platten. Also nicht in großen Platten, sondern in kleinen Platten. Müssen wir ja quasi verplatten, damit das alles ein bisschen, ja. Warum sie jetzt keine Fliesen nehmen, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich, weil sie sich denken, Fliesen zerkratzen zu schnell oder, ja, ich weiß nicht, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Ja, es wird einfach hier ein bisschen noch Stabilität reingebracht in das Modell, indem man hier einfach nochmal eine Lage Platten drauf drischt. So schön sagt immer. Um das Ganze hier halt spieltauglicher zu machen. Aber mehr passiert jetzt hier, glaube ich, auch nicht mehr. Ein wirkliches Dach gibt es ja nicht bei dem Modell. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist halt ein Spielmodell. Ne? Also, wer jetzt da übermäßig mehr Verkleidung erwartet, der muss sich ein UCS-Modell holen. Wobei halt eben, ich finde es schon ein sehr schönes Modell ist, weil es sehr kompakt ist, ne, in seiner Art und Weise, wie es gebaut ist. Und ja, wir machen jetzt hier aber, man sieht es halt, hier dreschen jetzt hier die ganze Zeit noch Platten drüber. So, weil es einfach an Stabilität zulegen muss. Ja, weil du musst es ja irgendwie überall hochheben können.
muss ein Spielmodell sein soll. Das ist einfach so. Das geht jetzt einfach munter weiter. Jetzt auch keine spektakulären Bautechniken mehr, die auf einen warten. Muss man nur halt eben darauf achten, dass man das auch an der richtigen Stelle alles reinmacht. Guck mal, jetzt klappen sie es auch schon zu. Dann haben wir quasi hier diesen Kubus gebaut, der, wie ich finde, eine erstaunliche Höhe hat. Das werden wir aber einfach nur noch also Platten drüber gelegt. Ach, hier sind noch jede Menge Fliesen. Vielleicht wird ja auch noch. Ein bisschen Fliesen werden wir wahrscheinlich auch gleich noch. Genau, jetzt haben wir hier diese Dark Ten. Ich würde sie Mokka nennen, aber sie heißen, glaube ich, Dark Ten. Hier noch zwei auf diesen. Dann hier noch sechs von denen. Von den Dark Bluish Grey Dingern. Sechs Stück. Und jetzt wird hier halt überall noch ein bisschen gefliest. Guck mal, hier kommen die noch drauf. Dumps. Und dann kommen hier noch so Fliesen drauf. Okay, dass man jetzt doch wirklich hier noch so umfangreich fließt. Jetzt nicht, was heißt umfangreich, aber dass hier überhaupt noch Fliesen drauf kommt, hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber ist doch schön. Ich finde das auch, glaube ich, schön, dass es nicht komplett durchgefliest ist, weil dann hat es noch so eine gewisse rougher Optik. Fliesen muss man nur. Also es, man merkt so ein bisschen bei älterem Lego auch, dass die Klemmkraft natürlich nachlässt. So. Ja, 1, 2, 3. Bam. 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. So, haben wir hier. Ich finde, das ist echt ein amtliches. Also es wäre halt cool, wenn das in der Mitte kein Loch hätte, finde ich. Das fände ich halt cool. Aber so die. Darüber streiten wahrscheinlich auch die Gelehrten. Ja, und jetzt machen wir den Rest an Fliesen, ne? Also. Dann noch 8 von denen. Also, ich habe keine Teile über, weil er wahrscheinlich die übrig gebliebenen Teile nicht, so wie ich das zum Beispiel mache, ich sortiere die dann weg. Also die kommen dann nicht, wenn ich ein Set aufbaue, was ich, von dem ich weiß, dass ich es nachher verkaufen werde, dann behalte ich das natürlich so. Das hat der Kollege hier nicht gemacht. Ist aber auch nicht so wild. Ihr seht jetzt, ich dresche jetzt hier einfach nur noch jede Menge Fliesen auf. Da kommen hier sogar noch so ein bisschen Verzierung, kommt hier sogar noch drauf. Jawollo. Ist ja süß. Wow. Sauerei. Nein, nein. Danke, danke. So. Das ist es. Es gibt tatsächlich keine Aufkleber. Ne? Überhaupt nicht. Das Set ist fertig. So wie es hier ist. Ich werde es jetzt ein bisschen zeigen, einmal kurz. Also, das ist es im Endeffekt. Das ist quadratisch praktisch gut. Wir haben hier jetzt ein bisschen Figürchen
stelle die einfach mal hier ein bisschen wahllos, aber vielleicht nicht dahin, sondern eher hier hin. Dann stellen wir hier mal Han Solo hier hin. Den Gardemeister stellen wir mal hier vorne hin. Und ja, er steht noch hier und weiß noch nicht, wie ihm geschieht. Das ist das Set. Und das ist hier vorne die Tür. Das Fallgitter sozusagen. Das kann man öffnen und schließen. So geht's dann zu. Crazy, ne? Hier hinten ist eine Tür. Kann man öffnen. Hier ist ein bisschen Werkzeug, was man halt so braucht. Käfig ausmisten, der heilige Schlüssel. Er hat leider nichts mehr von dem Essen bekommen in dem Korb. Hier ist das Skelett abgeblieben. Man kann das Ganze öffnen. Ja, also, wenn man das... Man kann das Ganze öffnen. Hier ist der Guard, der da vorne steht. Das Ganze öffnen. Ja, dann ist man quasi im Set drin. So. Ich mache das nochmal auf und zeige nochmal das andere Killer-Feature. Und zwar hier hinten ist so ein versteckter Raum. Das seht ihr gar nicht, ne? Hier hinten, da. Das ist ein versteckter Raum. Killer-Feature, ne? Hier sind halt noch so Fackeln. Klar, irgendwie, die Tür habe ich schon gezeigt. Und dann gibt es hier ganz hinten, wenn man das dreht, so, ist hier noch ein kleines Geheimversteck drin. Genau. Das ist es im Endeffekt. Ne? Das heißt ja nicht umsonst Drankest Pit. Das ist im Endeffekt das Verlies von dem, beziehungsweise wir wissen ja, was passiert mit den Menschen, die Jabba the Hutt, Jabba dem Hund, nicht gefallen wollen. Die landen hier drin. Es ist auch exakt genau ausreichend groß, damit er da drin stehen kann. Es ist nicht zu groß. Lego wusste schon damals, dass ihre Steine aus Gold bestehen. Und ich suche jetzt einmal kurz nochmal diese eine Kralle. Aber ich kann es eigentlich auch so. Das ist ja auch eigentlich die Spielidee des Sets unter anderem. Wenn man ihn hier mal nimmt, so. Das sind übrigens keine Stufenlos, ne? Die haben hier so Einradposition. So, wenn ich diese Klaue hier nimmt und öffnet, dann, kann man da so eine Minifigur einklemmen. Das hält einigermaßen okay, aber auch nicht überragend. Muss man auch ganz ehrlich sagen. So, ich suche jetzt noch die Klaue. Ansonsten kann man auch ihn auf den Ranker draufstellen. Hat quasi der Arme gewonnen. Das ist es aber, ne? Gucken wir nochmal. Ja, das ist es. Das ist der Ranker Pit. Da hinten ist es. Ich sehe es doch. Ach, das Ding habe ich gesucht. Die Dinger fallen leider echt ziemlich schnell ab. Die sind nicht dafür prädestiniert, lange zu halten. Wo jetzt geht, wahrscheinlich steckt der gar nicht so doll drauf. Jo, das ist der Ranker Pit. 350 Teile von 2013. Das habe ich jetzt gebaut in 1,5 Stunden. Noch viel erzählt habe und so weiter.
Ich finde, es ist ein schönes Spielset. Ist jetzt kein Set fürs Regal, ehrlich gesagt. Das muss halt jeder selber so ein bisschen wissen. Boah, das ist geil. Das Kabel habe ich ja nicht. Also. Ich mache ja was so. So ist, glaube ich, am besten. So ist man halt am wenigsten Kabel. Ja, merke ich mir fürs nächste Mal. Liegt jetzt, wenn man das jetzt kaufen will, gebraucht so bei, ja, 100 Euro, würde ich mal sagen. Ja, ungefähr 100 Euro im Schnitt, neu bei 150. Deswegen meine Empfehlung, kauft es gebraucht, ja, je nachdem, wie umfangreich es haben wollt. Wenn ihr das wirklich nur als Spielset haben wollt, dann braucht ihr ja eigentlich nur die Anleitung. Selbst die Anleitung gibt es online, also eigentlich braucht ihr nur die Steine. Ja. Das teuerste ist diese Figur, der Ranker, der ist auch exklusiv in diesem Set gewesen. Das Tor ist teuer. Relativ teuer. Die Minifiguren nicht. Die sind auch in anderen Sets vorhanden. Das Tor gibt es auch nur in diesem Set. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, warum das so teuer ist. Das liegt einfach daran. Ja, sonst natürlich die großen Platten in Dark Blue Gray sind teuer. Hier sind allgemein keine dummen Farben drin. Ob das jetzt hier rot sein muss, finde ich auch ein bisschen fraglich, ehrlich gesagt. Aber hey, so ist es halt. Ne? Eigentlich ist das alles, was ich aus diesem Set sagen kann. Ich habe es aufgebaut, ich habe euch gezeigt, wie es ist. Ich werde noch ein Review von diesem Set machen. Ich weiß nicht, ob ich das einzeln mache. Ja, weil man muss dazu sagen, zu diesem Set gehört ja noch ein Schwesterset oder ein Ergänzungsset. Und zwar ist es die 9516 Jabba's Palace. Ja. Das kann man mit diesem Set hier kombinieren. Das Set kommt dann quasi unter Jabba's Palace. Nur um euch das mal zu veranschaulichen. Komm, Ranky. Geh mal weg. So, veranschaulichen. Ihr seht ja, Jabba. Hier auch. Ne, da Jabba seht ihr da unten kurz hier. Auch neu in dem Set. Hier sind allgemein viele Figuren neu drin. Ja. Nur um das mal zu verdeutlichen, ihr seht ja hier die Kante und ihr seht die Kante hier. Also von der Größe her sind die relativ identisch. Das ist ein größeres Set als das hier. Das war auch teurer und es ist, glaube ich, auch wenn man das sich heute nochmal besorgen will, ist es auch deutlich teurer. Es ist auch von 2013. Ja, ich habe es auch gebraucht gekauft. Dieses Set, was ich ursprünglich zusammen mit dem hier bauen wollte, ist sogar von 2005, von 2012, krass. Es hat 674 Teile, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel groß. Da war aber deutlich mehr Minifiguren. Das Set wollte ich ja mit dem zusammen bauen. Das schaffe ich jetzt aber zeitlich nicht mehr. Deswegen wird dieses Set hier, werde ich nachholen. Das gibt es nächsten Samstag wahrscheinlich. Und dann werde ich das
zusammen mit dem hier bauen. Und dann werden Jabba und er hier endlich gemeinsam zusammen glücklich werden. Hahaha. Ha, ha. Ja, an dieser Stelle beende ich den heutigen Livestream. Schlicht und ergreifend, weil ich das Set durch habe, was ich durchhaben wollte. Mit dem Set schaffe ich nicht mehr. Ich habe heute noch was vor. Ich kann aber noch was anderes zeigen. Ihr kennt ihn schon, aber ich will es trotzdem noch mal kurz sagen. Hier, den Bagger. Wenn die immer noch gewinnen, Kommentar und das Fotochen. YouTube-Kanal abonnieren, Twitch-Kanal abonnieren. Mir egal, welchen von beiden. Und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Geht nur noch eine Woche, dann ist der Bagger auch raus. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt noch ein schönes Wochenende. Der Captain sagt vielen Dank und ist weg vom Bord. Tschüss.